Studium, insbesondere in der Kombination von Baurecht und Baumanagement, spiegelt die Anforderungen an Bauingenieur an den heutigen Projektaufgaben gut wider. Schauen wir uns den Studiengang Baurecht und Baumanagement an. Der ist angesiedelt in drei verschiedenen Disziplinen, Bautechnik, Bauökonomie und Baurecht. Das liegt daran, dass wir in der Praxis draußen bei so einem Objekt hier baurechtliche Probleme, wir haben technische Probleme und wir haben ökonomische Probleme. Es gibt aber keine Personen, die ausgebildet waren bis vor 5 Jahren, die an dieser Schnittstelle wirklich wissenschaftlich aber anwendungsbezogen ausgebildet waren. Ich wollte einfach noch beruflich mich weiterentwickeln. Weil ich diese Projekte schon seit vielen Jahren mache, merke ich eben auch das Baurecht mich sehr interessiert, ich auch oft den Kommentar wälze, um noch mal was nachzulesen, aber eigentlich denke ich, muss noch mehr wissen. Und das kann ich eben aufgrund der guten Professoren hier natürlich dann gut umsetzen. Ein großer Vorteil ist es bei diesem Studiengang, dass das nicht alles in einem Block, in einem Teil des Jahres ist, sondern es ist ja über das ganze Jahr verteilt. Einmal im Monat im Schnitt ist man ja hier in Lüneburg, sodass man halt eben berufliche Aufgaben und den Uni-Workload sehr gut koordinieren kann. Ich bin schon recht diszipliniert und schaffe das eigentlich schon, abends mich ranzusetzen und auch dann am Wochenende. Aber ich finde es eigentlich schon, dass man das gut umsetzen kann. Und wenn es Spaß macht, dann ist das sowieso alles ein bisschen leichter. Wir haben eine Lernplattform, auf der wir die entsprechenden Hausarbeiten und Skripte und so weiter alles hochladen, wo die auch ihre Hausarbeiten hochladen können. Und wir öffnen für die Studierenden auch übers Internet entsprechende Zugänge zu Verlagen, sodass die also in Bücher reingucken können von zu Hause aus. Weil ich oft auch meine eigenen Projekte mit sozusagen in dieses Wochenende nehme, wenn wir Unterricht haben und wir natürlich da auch diskutieren. Und wenn dann Fallbeispiele kommen, dann hat man so seine eigene Idee und sagt dann, ich hätte aber so einen eigenen Fall. Und dann bespricht man das und ist dann mit anderen im Austausch. Also das ist schon sehr gut. Wir haben natürlich einen Großteil an Bauingenieuren bei uns, aber auch Juristen oder BWLer. Sie bringen halt auch andere Lösungswege, als ein Bauingenieur das zum Beispiel lösen würde mit. Und dadurch ist halt ein sehr großer Austausch. Diese überfachlichen Module sind insofern sehr interessant, weil man ja in einem sehr vertrauten Rahmen der Kommilitonen Fertigkeiten erlernen kann, wie präsentieren oder auch sich selber reflektieren, wie wirkt man vor einer Gruppe und so weiter. Und daher sind diese überfachlichen Module, denke ich, eine sehr, sehr gute Ergänzung zum fachlichen Teil des Studiums. Also macht mich stolz, dass ich das einmal noch ausprobiert habe. Über 40 zu sagen, ich mache meinen Master nochmal. Also ich kann es fast jedem anraten, der eigene Projekte macht, jetzt gerade bei Baurecht und Baumanagement, der Architektur studiert hat, der Bauingenieurwesen studiert hat, der ja, Projektleitung macht. Also ich kann das eigentlich wirklich jedem empfehlen.